Herzlich willkommen zurück bei State of Decay. Sorry, ich hatte gerade noch mein Wasserglas in der Hand, musste erstmal einen Schluck trinken. Weiter geht's, hier sind schon wieder Zombies drin. Ich raff's nicht, wo kommen denn die ganzen Spackos auf einmal her? Ja, gut gemacht, Alan. Das war doch Alan, oder? Der Dicke? Ah ne, das ist der Pastor. Oh, guck mal an. So lang. Mann, was ist denn... Das gibt's doch gar nicht, oder? Lily? Ja, du? Ich komme hier nicht raus? Doch. Wir haben beim letzten Mal noch, haben wir hier oben schon mal so einen Schlafbereich errichtet. War ein bisschen blöd, das habe ich aus Versehen gebaut. Hier unten kommt eine kleine Werkstatt hin und den Krankenbereich. Der wird auch erweitert. Oh, mir reicht's jetzt langsam. Halt doch mal die Schnauze. Au, ab, du Sack. Gut gemacht, Pastor. Ich glaube, wir müssen echt mal hier in diesen komischen Infektionsherd rein, oder? Was ist das hier unten? Eine Army-Sichtung? Hol Hilfe von der Army. Können wir natürlich auch machen. Jetzt müssen wir aber erstmal auch von hier wegkommen. Ich mach mal die Tür zu. Ich glaube, die freuen sich nicht so, unsere Kollegen da drin, wenn wir... Ah, ich glaube, das war's. Wenn wir die Tür offen lassen. Wir fahren mal zur Army. I'll check this out next. You're going to burn yourself out if you don't come home and rest a little. Ach so, wir hätten uns ausruhen müssen. Ja, geht nicht. Wir sind jetzt alleine. Wir haben leider den Markus verloren beim vorletzten Mal. Das war ein bisschen dumm. Aber das war auch ein bisschen kurios, möchte ich mal sagen. Zombie-Horde am Arsch. Huh. Oh, das ist ja nett. Sergeant Tan. It's been a while. What was it? 3 years? 2. Afghanistan? Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah? Gotta say I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. You don't have the like orders to follow them. So what? We're on our own? Civilian CASAVAC isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well, then I guess I didn't see you out here. You better get going. Captain gets cranky when people contaminate her scene. Oh, der hat aber eine geile Knache, oder? Damit könnten wir doch was anfangen. Verlasse das Gebiet, ja. Oh, ich würde sagen, wir wechseln das Auto. So, da unten sehen wir, jetzt müssen wir das Gebiet verlassen. Waren jetzt leider nicht die freundlichsten, die Leute von der Army. So, when are they coming to get us? They're not. We're on our own. What? Fuck them. We've survived this long. We'll keep surviving. Oh. Wir kümmern uns mal. Warte mal, wir gehen mal hier rein. Und drüben scheinen noch Überlebende zu sein. Huhu! Na, Hübscher? Mach die Tür zu, mach die Tür zu! Nein, nicht die Tür auf! Mach die Tür zu! Aufs Maul! Yeah! Ruhe jetzt! Ich wollte mich ja mit den Leuten da drin unterhalten. Wo ist denn hier die Tür? Hier. Mahlzeit! Bau abgeschlossen! Ja! Da haben wir jetzt irgendwas errichtet. Ist das schon die Schlafbaracke? Weiß ich nicht. Wir gucken mal in den... Ach, guck mal hier. Können wir in den Versorgungsspind rein. Überlebende Vertrauen ist jetzt hier nicht so groß. Huch, jetzt haben wir auch noch das Gebäude von denen kaputt gemacht. Ha! That was too close. Hallo, Jonathan Cornelius. Mahlzeit, ich helfe dir mit den Barrikaden. Mission starten. Alkoholiker. Wollen wir das machen? Ich
Nee, ich, wir haben dafür zu wenig mit. Möchte ich nicht jetzt unbedingt machen. Ach, lol. Die klettern hier auch einfach über den Stacheldraht. Das ist ja kacke. Können wir vielleicht trotzdem noch irgendwas, ja, Brauchbares ausleihen? Ach, verdammt. So, rein mit dir, Maya. Dann gucken wir mal weiter zu diesem Infektionsherd. Oh, hier vorne haben wir noch mal eine kleine Horde. Da wollte ich... Nein, rein! Nicht aus dem Auto raus, jetzt Gas geben, nicht aussteigen. So, den müssen wir jetzt erstmal abfahren. Schwinde. Auto sieht jetzt auch gut aus. Das müssen wir unbedingt mal waschen. So, hier hey, drüben sind. Just wanted an update on stuff at home. There's an issue with the infirmary. I know we wanted to make some improvements, but we're missing a few things. We can track it down or find another way. But it'd be faster if you did a little scavenger hunt. Ach, guck mal, wie viele da rauskommen. Die haben gerade ein bisschen Kummer mit der Krankenstation. Ich hab grad ein bisschen Kummer mit den ganzen Zombies hier. So. Ich find's auch, muss ich sagen, die Zombies hinterlassen ja nur nichts. Die könnt ihr ja nicht looten oder so. Auf der einen Art ein bisschen schade, auf der anderen Seite. Wieso nicht? Dann ist man nicht ständig gezwungen, andauernd bei jedem Scheiß, oh fuck, Zombie anzuhalten. Und den looten zu wollen. Ich habe keine Heilsachen mehr mit, nur noch einen Snack. Ja, toll, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, guck mal, wie viele Zombies da draußen in dem Auto rumkloppen. Was haben wir hier? Ein scheiß Zweig. Das Dreckding kann hier bleiben. Jonathan hat überlebt. Oh oh. Keine so gute Idee, wenn ich jetzt hier mit dem Gewehr rumhantiere. Nein, hau ab! Ah, verpiss dich! Hau ab! Ah ja, nein, nein! Oh Gott! Ich weiß nicht, was passiert, wenn die jetzt uns auch noch wegstirbt. Ich wollte gerade abhauen. Nein, hau ab! Puh. Arsch. Oh, fuck, Alter. Wir sind sowas von einem Eimer. Wir haben keine Heilsachen mehr mit. Hier drin ist allerdings nur so ein Kreischer. Den würde ich dann trotzdem noch versuchen, eigentlich umzubringen. Auch wenn wir kurz vorm Abnippeln stehen. Ich glaube, das ist er nicht. Jetzt kommen natürlich wieder mehr angerannt. Oh, 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 oh. Das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Ist hier jemand drin? Hallo? Oh, der ist direkt umgefallen. Auch super. Es ist doch nur noch der eine hier. Okay, vielleicht ist das ja... Ah ja, das ist der. Fick dich. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, was bin ich froh, ey. Wir haben es überlebt, aber gerade so. Boah, das geht ab. Wow, meine Fresse, das geht überhaupt nicht gut los hier, die ersten Folgen. Markus haben wir verloren. Die Kleine hier, die ist ziemlich weit am Boden. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch so ein Haus durchsuchen, dass wir vielleicht nochmal irgendwas finden. Irgendwas... Oh, wow, 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 wow. Alter Schwede, ey. Okay, der hier lebt auch noch. So. Du stehst nicht mehr auf.
Das ist aber ein schöner Ofen, den sie da haben. In Pink. Ich weiß, ich bin nicht gerade der, der am, naja, vorsichtigsten um die Ecke streicht. Oh, guck mal, hier eine Xbox 360 liegt hier rum. I got nothing left. Ich höre doch schon wieder was. Aber wo? Ha. Wenn, dann könnten die ja bloß von da unten kommen. I'll run this home. Oh, da kommt einer. Ein Dicker. So, hoffen wir, dass es nur der eine war. Was ist denn hier noch drin? Oh, ein Cricket-Schläger. Cool. Mallet. Ach, eine Brandbombe. Irgendein Wecker und irgendein Kack-Schalldämpfer. Boah, ich würde so gern mit der den richtigen guten Rucksack finden. Oh, verdammt, da hätten wir mal im Lager beim letzten Mal nachschauen können, ob der von Markus dort vielleicht jetzt auch rumliegt. Was haben wir hier noch? Einen Schürhaken? Mhm. Fernfahrerpillen. Stellt die Gesundheit zu einem guten Teil wieder her. Oh, her damit. Her damit. Fernfahrerpillen. Ja. Von wegen. Das stellt die Ausdauer wieder her. Habe ich mich gerade so verlesen? Da stand doch Gesundheit, oder nicht? Ah, das ist aber schade. Ja, den Rest, der da drin war, den lassen wir da auch. Oh, Mann, oh, Mann, oh. Okay, wir nehmen mal zwei Snacks mit, noch ein Revolver. Was ist denn das hier? Ein Erinnerungs-Eishockeyschläger, okay. Oh, wir sind überlastet. Du bist überlastet. All quiet here. Wir gehen jetzt eh zurück. Durch zu viel Gewicht werden deine Beweglichkeit und Ausdauer beeinträchtigt. Das hier hinten sieht doch astrein aus, das Fahrzeug. Idiot. Alter, die Bude sieht aus, ey. Scheiße. Die ist ja mehr als kaputt. Und neu lackiert. Ach, bleib hier stehen. Wir laufen jetzt zurück, dass wir nicht so viel Krach machen und eventuell wieder 25 Trillionen Zombies anlocken, die dann unsere Basis infiltrieren wollen. Oh, wie hübsch, eine Schubkarre. I got nothing left. You may be gripped with doubt, exhausted and afraid. You may think this is all futile, and we won't see another dawn. Ja, ist schon okay. How's it going? I'm almost there. Gut, da sind wir da. Tür zu. Du bist noch immer überlastet. Du verlierst beim Sprinten viel Ausdauer. Ja, ich. Oh, guck mal hier, die Schlafbaracke ist fertig. Geile Sache, vielleicht können wir uns da mal schlafen legen. Okay, wir haben uns erstmal ein paar Sachen wieder abgeliefert. Viel Essen haben wir jetzt hier. Ja, hier fehlt es ein bisschen an. Oh, guck mal, das hier ist der gute Rucksack. Ja. Geil, dann könnten wir den doch austauschen. Super. Da das ja noch funktioniert, den lassen wir hier. Das lassen wir auch mal hier. Das auch. Okay, den Rest, den nehmen wir mit. Wie sieht es denn aus? Ein bisschen Munition können wir ja trotzdem mitnehmen. Wir haben ja noch genügend da. So, lädt sie gleich alle 10 durch. Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Bei dem Gewehr. Ich kenne mich da nicht so aus mit Schusswaffen. Also im richtigen Leben. Okay, gut, das haben wir. Moment, was steht hier oben? Erforderlich angeln? Kann man angeln? Warum steht denn da links oben erforderlich angeln? Oder brauchen wir angeln? Für was auch immer, wahrscheinlich zum Angeln. Ach, guck mal an, zur Krankenstation. Ach, deswegen meinte die vorhin, das geht nicht voran.
Aha. Erforderlich angeln. Wo soll ich denn Angeln herkriegen? Ach, warte mal. Wir hatten doch Haus, Baustelle, Lagerhaus, Haus, Aussichtspunkt, Fastfood-Restaurant, Automechaniker, noch ein Haus. Ah, hier unten ist der Waffenladen, den ich das eine Mal gesucht habe. Lilly ist traurig, Lilly kann mich mal. Baustelle, Haus, Restaurant. Ne, Minimarkt. Bedarf angeln. Ach, dort unten. Haha, da müssen wir also hin. Okay, das ist direkt eine Quest. Ich würde die Kleine aber tatsächlich mal schlafen legen. Beziehungsweise was zu futtern mitnehmen, damit die wieder ein bisschen Gesundheit regenerieren kann. Hier Schmerzmittel. Das hier stellt auch die Gesundheit wieder her. Okay, tja, dann müssen wir wohl mal ein Schmerzmittelchen nehmen. Huch. Mal gucken, wie viel das regeneriert. Ah, steig ruhig noch ein bisschen mehr. Ah, naja, immerhin. Ein bisschen. Wer ist denn hier noch verletzt? Jakob Ritter ist verletzt. Siehst du, wo ist denn die Sam? Sam, würdest du eventuell mit uns mitkommen? Dir wäre ich sehr verbunden. Ah, Lilly Ritter. Die Alte weigert sich immer noch. Boah, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Sam. Keine Sam zu finden. Hä? Hockt die hier drüben mitten in der Krankenstation, oder wie? Pastor, das ist der Ed und das müsste Sam sein, genau. Die weigert sich auch. Boah, komm schon. Ihr seid ganz schöne Arschgeigen, wisst ihr das? Ich renne hier alleine los. Alleine? Na, da oben, auch super mit der Tür, die da oben hängt. Der bewacht wenigstens noch ein bisschen was. Hier vorne geistert schon wieder so ein Zombie rum. Bedarf angeln. Ja, okay, dann. Aber vorn, warte mal. Hä, wieso zeigt uns das immer was anderes an? Naja, gut. Wir fahren dann halt mal zu dem Wegpunkt, der angezeigt wird. Saßen die beiden da gerade drin oder sah das nur so aus? Ha, gucken wir mal hier drüben rein. In den Schuppen. Vielleicht finden wir da. Oh, guck mal da hinten für Kinder. So ein bisschen was zum Spielen. Hm, was haben wir denn hier? Feines. Ah! Hau ab! Da fällt mir gerade was ein, wenn ich jetzt hier die Tür zumache, müssten wir doch noch sicherer sein, oder? Ohne dass die uns mitkriegen. Die Tür ist zu, ich meine, wer soll das hier hören, wenn wir hier ganz, ganz leise was untersuchen? Nice. Ach, guck mal, geil, wir haben die Angeln beschafft. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Was haben wir hier noch? Ein Vorschlaghammer. Der ist 10, also der 10 Gewicht. Ich sag jetzt mal, der ist 10 Kilogramm schwer. Hier haben wir noch was. Das könnten wir theoretisch abholen. Ruf nach Plündern, Außenposten einrichten. Inspirierende Worte. Pastor William regeneriert die Ausdauer vollständig. Ach, das ist ja cool. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. Okay, pass mal auf. Wir warten jetzt hier, bis die Läufer hier ankommen. Dass die nicht wieder direkt getötet werden. In der Zeit durchsuchen wir das mal noch.
Nichts gefunden. Wir müssen jetzt auch sehen, dass hier dann gleich Leute losgehen. Und dann zu uns hier runterkommen. Klopfen die gegen die Tür? Ah ja, guck mal an, da kommt schon eine. Ich hoffe, es ist nur eine. Ja, das hält die Leute zumindest ein bisschen ab. Ich mache die mal wieder zu. Solange wie wir noch das eine untersuchen können. Oh, hier hätten wir noch was. Okay, hier kommt wahrscheinlich schon einer her und nimmt das direkt mit, hoffe ich mal. Ah, hier, guck mal, geil, noch ein Vorschlaghammer. Noch ein bisschen Munition, sah aus wie für einen Revolver, habe ich jetzt nicht gelesen. Ah, guck mal, da kommt Sam angerannt. Ich würde sagen, die empfangen wir jetzt einfach mal. Oh, guck mal, die hat da vorne an der Ecke zu tun. So, Nummer 1. Boom, Nummer 2. Dann gehen wir mal zu Sam, die ist hier vorn. Na nur, die müssten wir eigentlich gleich sehen. Ach, da kommt sie vom Gebüsch her. Okay, we're here. Give me a few Sam minutes. Hat es vermutlich im Griff. Hm, genau, genauso wie Markus es vermutlich im Griff hatte. Können ein bisschen Rasen mähen in der Zeit oder auch nicht. Oh hier, das wäre doch ein geiles Gefährt, oder? Auf dem Teil, wenn du mit dem Ding nach Hause kommst, hast du direkt auch ein paar mit der Schrotflinte im Gesicht. So, was machen die jetzt hier drin? Wo ist er denn? Ach, guck mal, die geht auch direkt da ran. Bin mal gespannt, ob die auch gleich so einen großen Rucksack auf dem Rücken hat. Außenposten errichten. Wollen wir das mal machen? Hier? Ist ja jetzt nicht so weit weg. Wir machen das mal. Wir machen mal hier einen Außenposten draus. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau, was es uns bringt, aber schlecht wird es auf jeden Fall nicht sein. Hm, na gut, solange hier die kleine Sam noch rumsucht und wir auch noch mit dem riesen Rucksack auf dem Rücken hier rumstehen können, würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.